Die akutesten Buchungsprobleme in den griechischen Staatskonten richtig erkannt und bereits 1997 angesprochen. Seit 2002 hat Eurostat immer wieder Vorbehalte hinsichtlich bestimmter Zahlen für Griechenland geäußert. So wurden 2011 die Renten um 30, die Löhne um 22% gekürzt. Gleichzeitig stiegen die Militärausgaben, an denen auch die deutsche Rüstungsindustrie gut verdient, um 8%. Und auch sonst steht noch viel Geld auf dem Spiel. 4 Milliarden Euro stecken noch in Griechenland-Papieren. 23 Milliarden Euro Kredite fließen über die Rettungspakete. Zudem haftet Deutschland für einen Großteil der Hilfen der Europäischen Zentralbank. Das sind nochmal rund 43 Milliarden. Insgesamt geht es um etwa 70 Milliarden Euro. Das entscheidende Protokoll umfasst 80 Punkte. Eine der kürzesten findet sich unter Römisch 3, Buchstabe C, unter Punkt 43. In nur 5 Zeilen erwähnt Europa den Beitritt Griechenlands zum Euro-Währungsgebiet und gratuliert. Das war's. Die Staatsverschuldung hat sich zwischen 2002 und 2010 mehr als verdoppelt. Von 159 auf 329 Milliarden Euro. Doch dann kommt das böse Erwachen. In einem streng vertraulichen Dokument kommen die Experten von EU, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank zu einem ernüchternden Ergebnis und stellen fest: eine langsamere Erholung und kaum Fortschritte bei der Privatisierung. Fazit: unter diesen Annahmen werden die griechischen Schulden ein sehr hohes Niveau erreichen.